großer Besuch heute im wahrsten Sinne des Wortes. Vitali Klitschko ist zu Gast hier bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Er wird sich unter anderem mit dem Generalsekretär Hermann Gröhe treffen, um gemeinsam über politische Themen zu sprechen. CDU-TV hat Vitali Klitschko exklusiv begleitet. In diesen Minuten sitzt Vitali Klitschko mit den Bereichsleitern zusammen. Die erklären ihm und seiner Delegation, wie genau die politische Arbeit in den einzelnen Abteilungen aussieht. Herr Klitschko, wie hat es Ihnen heute hier gefallen im Konrad-Adenauer-Haus? Ich freue mich, heute hier zu sein und hat mir sehr gefallen. Ich bin sehr beeindruckt. Haben wir sehr gute Gespräche gehabt. Die Gespräche und gerade vor ein paar Minuten die Präsentation, die Erfahrung, was hat CDU, können wir auch in unserer Parteibildung nutzen. Was hat Ihnen denn so ein erfahrener Politiker wie Hermann Gröhe vorhin im Gespräch für Tipps gegeben? Das war ein interessantes sehr interessantes Gespräch mit Generalsekretär von CDU. Habe ich selbstverständlich verfolgt, seine Auftritte, Medienauftritte, und heute habe ich Möglichkeit gehabt, persönlich kennenzulernen. Ein Mann mit Charisma und sehr interessant. Ich weiß, er ist sehr beschäftigt mit innerer Politik, aber ich war sehr überrascht, wie gut er informiert in Außenpolitik und besonders Politik in der Ukraine. Was fasziniert einen Boxweltmeister an der Politik? Ursprünglich, ich komme aus Ukraine und die Politik, meine Wurzel ist da, meine Eltern wohnen da, meine Familie und meine Verwandten. Und Ukraine ist ein jüngeres Land und wir hoffen, die Ukraine wird auf einen Tag ein Teil von der Europäischen Union, nicht nur geografisch, das ist auch mit europäischen Standards. Und deswegen arbeiten wir sehr fleißig und hoffen wir, das wird sehr bald. Was sagt denn Ihre Familie, Ihr Bekanntenkreis zu Ihrer politischen Karriere? Meine Frau ist sehr unzufrieden, weil Politik frisst die Zeit. Noch mehr Zeit. Ja, noch mehr Zeit. Und ich bin leider ist, ein Tag hat nur 24 Stunden. Auf jeden Fall, ich möchte mich bedanken an meine Familie, weil Familie unterstützt mich. Und alle verstehen, wie wichtig ist Politik für unsere heutige Gesellschaft. Und ja, Sport ist Sport, aber Sport hat mir sehr viel gelernt. Auch konzentriert zu sein, auch systematisch zu arbeiten, wenn man will, ein gutes Ergebnis bekommen. Und innere Stärke, das ist genau das Gleiche, was man braucht in Politik auch. Sie feiern in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Was wäre Ihr größtes Geschenk? Bitte, bitte, wir sprechen nicht drüber. Ich habe extra nicht gesagt, wie alt Sie werden. Also 20. Man sieht's. Das größte Geschenk. Wert von jedem Geschenk, nicht der Preis. Der Wert von jedem Geschenk, die Emotion, was man bekommt. Und glaube ich, das größte Geschenk kann meine Kinder, meine Familie mir machen und meine Freunde. Aber bis zum Geburtstag habe ich noch ein gutes halbes Jahr, 6 Monate. Und deswegen, ich denke noch nicht darüber. Vielen Dank. Ich möchte auch bedanken und wünsche allen Mitgliedern von CDU viel Glück und Erfolg.